Ey, Belare, wieso der Hass gegen Bloodlines 2? Ich freue mich da drauf. Aber ich bin nicht so extrem gehypt. Aber ich sehe Bloodstains. Das heißt, Genau. ich bin jetzt raus. Wir hören uns in der Nacht wieder. Okay, dann erhole ich mal gut. Alles klar, mach's gut. Ich verziehe mich auch mal in mein Jo. dunkles Kämmerchen. Alles Viel klar. Bis Spaß. später. Bis Jo, später. später. So, mal schauen, wann Exo dann hinzustößt. Wie gesagt, er kommt halt ein bisschen später. Und ja, dann müssen wir mal schauen. Bis dann mache ich das Ganze halt alleine. Latzin ist so gut. Oh ja, also mir hat es auch gefallen tatsächlich. So, aber noch geht der Run nicht los, deswegen warte ich mal noch ein bisschen mit Infos. Nichts gegen Bloodlines, genau. So, Kategorie war, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ach, New Game, genau. Also wir starten halt wirklich ein komplett neues Spiel, ohne Fertigkeiten, ohne Upgrades und genau. Ah, ja, jetzt geht's los, okay. So, ich weiß nicht, warum die eben den Timer gestartet und wieder zurückgesetzt haben. Gab wahrscheinlich irgendwelche ja, Verständigungsprobleme da. So. Und du bist soweit auch bereit? Oder bist jetzt wirklich Ich bin eher jetzt, gehetzt? Ah, ja. okay. Hört man so ein bisschen auch. Oh, der Channel wurde editiert. Das war ich aus Versehen. Oh Mann, oh Mann. Ja, egal. Ja, wie gesagt, wir sind am Anfang erstmal im Schiff. Und die Technik, die wir hier benutzen, also das, ja, wer Symphony of the Night kennt, so fange ich am besten an. Wer Symphony of the Night kennt, der kennt auch dieses Backdashing, mit dem wir uns ja deutlich schneller bewegen können. Und im Endeffekt ist es hier genau dasselbe. Also wir können per Tastendruck. Oder, ich bin immer verwirrt, wenn ich hier Geräusche höre aus dem TS. Ja, genau, also per Tastendruck können wir eigentlich nach hinten ausweichen und diese Bewegung, diese Ausweichbewegung nutzen wir einfach, um in die Richtung, in die wir wollen, uns schnell vorzubewegen. So, jetzt sind wir aber gerade out of bounds. Also wir haben uns in dem Speicherraum nach oben in die Decke reingedrückt. Und ja, gehen jetzt, also man sieht jetzt unsere Spielfigur an sich nicht. Die ist da irgendwo in der Wand. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob sie oben oder unten ist. Auf alle Fälle, ja, ist sie da irgendwo in der Wand und wir bewegen uns jetzt durch verschiedene Räume durch. So, und wir sind quasi am Ende des Schiffes, des ersten Gebietes. So. So ein gutes Game. Ja. So, und ja, jetzt resetten wir einmal. So. Und damit wird im Grunde alles zurückgesetzt, bis auf die Position des Spielers. Und Moment, jetzt muss ich selber noch mal ganz kurz reinhören. Ach so, genau. Also wir sind jetzt an der Stelle, an der wir eigentlich oh Gott, Scherbe, genau, Die Scherbe Schaden. von ihm brauchen, Ja, ja. ich bin gerade nicht auf das deutsche Wort gekommen. Ja, wir wollten unbedingt eine Scherbe von dem Gegner haben. Also die Gegner hinterlassen zufällig irgendwelche Scherben. Also nicht so zufällig, wie man denken würde. Jeder Gegner hat da immer so seine festen Scherben, aber die Chance, dass man die kriegt, ist halt teilweise sehr gering. Und wir wollten von dem Gegner jetzt eine Scherbe haben. Deswegen hatten wir jetzt quasi, wir sind direkt vor ihm gewesen und haben dann immer wieder resettet, wenn wir die Scherbe nicht gekriegt haben. Und ich hatte ja eben schon gesagt, dass sich dann alles resettet, bis auf unsere Spielerposition. Und das haben wir gerade ausgenutzt, um halt immer wieder ganz schnell gegen diesen Gegner zu kämpfen, bis wir halt die Scherbe bekommen haben. So, und ja, der erste Boss ist auch schon wieder weg. Den hat man jetzt praktisch gar nicht gesehen. Und hier sind wir jetzt in, ja, ich sag mal so in der Hub-World. Also in so einem kleinen Dorf und hier können wir alles Mögliche machen. Einkaufen, Sachen aufwerten, Sachen herstellen und Aufträge annehmen bzw. abgeben. Und da wir 80% spielen, werden wir jetzt natürlich nicht, weiß ich, wie viel vom Spiel sehen. Man sieht es ja auch schon an der Estimate, ich meine 25 Minuten. Ja, Best Time unten 13:15. Genau. Na, also ja, erwartet nicht, dass ihr jetzt hier das ganze Spiel genießen könnt. Das definitiv nicht.
Und dabei ist es so gut. Ist wirklich ein gutes Metroidvania. Auf jeden Fall. Also mir hat es echt Spaß gemacht. Ich fand es nicht ganz so gut wie Symphony of the Night. Hier übrigens ein kleiner Trick. Also eigentlich nicht mal Trick, weil das intended ist. Da oben ist ja auch ein Gegenstand versteckt gewesen. Aber wir können halt auf diese Zugbrücke raufspringen, während die nach unten geht und von dort aus noch weiter nach oben gehen. Und da ist dann halt ein Energie-Upgrade ist das gewesen. Ja, HP Max. Okay. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was genau das war. Ansonsten rennen wir jetzt erstmal einfach durch, holen uns ein paar Kisten. Also diese blauen Kisten, die beinhalten jetzt nichts Besonderes, genau wie die roten. Sondern da sind halt immer so ein paar Sachen drin, die wir gebrauchen können. Craftables und so ein Zeug oder auch mal Items. Richtig. Also ich glaube, in den blauen Kisten waren die Craftables drin und in den roten die Items. Ne? Gibt es das auch für die Switch? Glaube ja. Moment, ich gucke mal. Glaube auch. Ich bin mir gerade selber nicht ganz sicher. Oder bei Exo guckt ja gerade. So, und hier, dieser Brunnen, der wird im eigentlichen Game nochmal richtig wichtig. Zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Da ich tatsächlich damals sehr lange gesessen, bis ich das herausgefunden hatte. Also da bin ich irgendwann mehr oder weniger hängen geblieben. Ich wusste nicht, wo ich jetzt noch hin soll. So, und hier können wir einiges abkürzen. Wir haben ja vorhin diese Scherbe eingesammelt und mit dieser Scherbe können wir halt diesen Sprungtritt machen. Und dieser Sprungtritt, der resettet quasi unseren eigentlichen Sprung. Das heißt, wir können nochmal springen und dann direkt nochmal den Sprungtritt machen. Und damit kommen wir im Endeffekt so hoch, wie wir wollen und können damit einige Stellen abkürzen. Also quasi sparen wir uns komplett den Doppelsprung beispielsweise. Und nicht also nur es gibt für die Switch, bis bei mir mal die Nintendo-Seite geladen hat. Ach so, okay. Ja. Gibt's für die Switch, okay. Da ist ja eigentlich auch prädestiniert dafür. Eben. Weil grafisch ist das ja jetzt nicht, weiß ich, wie aufwendig. Und sollte auch auf der Switch richtig gut laufen. Wobei die Switch an sich ja jetzt auch keine, weiß ich, was für schwache Konsole ist. Das ist richtig. So, dann nochmal ein bisschen HP-Maximum. So, und hier hätten wir jetzt eigentlich einen Gegenstand gebraucht, mit dem wir mit der Kutsche hier rüberfahren können. Also die Kutsche springt dann einfach über diesen Abgrund. Und auch das sparen wir uns komplett, weil wir halt diesen Wirbelwind-Tritt da haben. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie er heißt, aber auf alle Fälle haben wir diesen Tritt, mit dem wir dann quasi endlos lange springen können. Ja, an der Stelle können wir übrigens das Klavier auch spielen. Da gibt es ein Achievement, wenn wir einen bestimmten Familiar dabei haben. Die Fee war es, ne? Genau, die Fee war es. Ja. Und die fängt dann an zu singen. Und wenn wir uns das komplette Lied anhören, kriegen wir halt ein Achievement. Achievement Hunting ist lustig bei dem Spiel. Oh ja. Aber nicht ätzend gemacht. Ja, so ein bisschen teilweise. Also irgendein Achievement, das hatte mich doch schon ein bisschen genervt. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, welches. Es gibt aber so ein paar Stellen, die sind extrem schwer. Also so ein paar optionale Stellen zumindest. Wenn man halt bestimmte Items noch nicht hat. Mit diesen bestimmten Items oder Fähigkeiten. Shovel Knight. Shovel Knight. Achso, Shovel Knight, ja genau. Stimmt, hier gibt es eine kleine Anspielung auf Shovel Knight. Gibt hier eine Gegnerart. Moment, jetzt will ich mal gucken. Ah, okay, hier will er auch wieder eine Scherbe haben. Ja, also dasselbe wie vorhin. Er resettet jetzt immer, ist dann wieder an dieser Position, kann den Gegner direkt nochmal besiegen. Und das macht er so. Ah, da hat er so. Und dadurch haben wir jetzt die nächste Scherbe gekriegt, die wir unbedingt haben wollten. Chair-Mimic. Bitte? Die Chair-Mimic. Chair-Mimic, genau. Und wir haben dann ein Item benutzt, mit dem wir uns in die Stadt teleportieren können. Somit sparen wir uns den ganzen Rückweg. Und hier können wir jetzt so ein paar Gegenstände noch herstellen. Von den Materialien, die wir halt bekommen haben. Und Scherben upgraden. Richtig. Und genau das machen wir. Also gerade Scherben upgraden, die haben immer, also kann man immer bis auf Stufe 9 hochleveln, upgraden. Und die werden dann normalerweise mal so ein bisschen besser, in dem, was sie eigentlich machen. Also weiß ich, irgendeine Scherbe, die für einen Angriff gedacht ist, die macht halt einfach ein bisschen mehr Schaden und so weiter. Und und einige Scherben, die haben dann immer noch eine besondere Funktion, wenn sie halt die höchste Stufe erreicht haben. Genau, Schaufelritter, so heißt der Gegner auch.
Ich weiß gar nicht, ob wir den in dem Run jetzt nochmal sehen könnten. Glaube nicht. Glaube mich auch nicht. Aber vielleicht doch nochmal. So, und ja, diese Räume, das sind unsere Teleporterräume. Das heißt, wir können immer von einem dieser Räume zum nächsten reisen. Natürlich nur, wenn wir sie entdeckt haben, logischerweise. Und dafür ist das halt gedacht. So, und oh Gott, was hat er da jetzt gemacht? Weißt du das zufällig? Wrong warp. Ach so, ja. Okay, wrong warp. So, und auch hier wieder, ach so, nee, okay, ich dachte gerade, das ist unbeabsichtigt gewesen. Und hier ist so ein kleiner Skip, also eigentlich dürften wir von der Seite nicht an dieser eisernen Jungfrau vorbeikommen, aber wir haben uns von der treffen lassen, sind dann irgendwie in einen anderen Gegner noch rein und sind dann quasi so out of bounds gekommen. Und damit konnten wir jetzt da, also so, ich sag mal halb out of bounds, und damit konnten wir dann halt, ja, dadurch so ein paar Wände durch. Ja, wir fallen jetzt ein bisschen durch die Karte durch und kommen jetzt in Gebiete, in die wir eigentlich auch erst viel, viel später wieder kommen sollten und haben damit natürlich auch wieder eine ganze Menge übersprungen. Das einzige Problem, das wir im Moment haben, ist, dass wir relativ wenig Magie haben. Also oben links sieht man das mal, ganz oben links, der rote Balken ist halt unsere Energie, darunter ist unser Mana und dieser Drehsprung, den wir hier benutzen, der verbraucht natürlich Mana, deswegen können wir den nicht endlos lang machen. Aber da haben wir ja immer noch so ein paar Items, die wir zwischendurch benutzen können, um das aufzufüllen. Ach, die Brücke. Ah, genau. Scherbenfarben, Flashbacks. Ja, ich fand das schlimmste Scherbenfarben tatsächlich bei, also im Zug, bei dem einen, ich sag mal speziellen Gegner, ich will ja jetzt nicht zu viel verraten, weil du weißt, wen ich meine. Ja, ja, da hatte ich ja echt Glück, dass es bei mir relativ zügig die Scherbe bekommen hatte, okay. Aber trotzdem. Ich glaube, ich habe 3 Versuche oder so gebraucht, also auch relativ schnell noch. Aber jeder Gegner kann halt, oder nee, fast jeder Gegner. Ich glaube, so ein paar konnten keine Scherben fallen lassen. Aber wenn man alle Scherben haben wollte, muss man effektiv auch bei jedem Gegner einmal diese Scherbe bekommen. Yep. So ganz grob gesagt. Und das gab, glaube ich, auch ein Achievement, ne? Alle Scherben? Ja, ja, alle Scherben und den Dudok killen. Genau. Weil der war jetzt nicht ohne. Oh ja. Ich meine, kommt drauf an, wenn man die richtige Ausrüstung hat und an der richtigen Stelle stand. Und zwar hier auf diesem Sitz, der da eben zu sehen war, da einfach hinsetzen. Und dann, ich glaube, ungefähr 2 Minuten sind es, die man da warten muss. Da gibt es auch so ein paar Zwischensequenzen dann noch. Wenn man die hat, weiß man macht es gerade richtig. Und ja, da gibt es dann aber nochmal einen besonderen Gegner. Der Boss ist auch so gut. Ach ja, stimmt. Ich habe halt gegen den Boss nur einmal gekämpft, deswegen generell bei den Bossen muss ich immer kurz überlegen, wie die nochmal gewesen sind. Ja, nee, ich glaube, 2-mal hatte ich gegen ihn gekämpft. Ich glaube, ich hatte im New Game Plus das Ganze auch nochmal beendet, aber halt deutlich schneller dann. Ach so, ja, wir haben übrigens Zangetsu auch gerade dabei, fällt mir gerade ein. Also der Typ, der da vorne rumrennt, Zangetsu, das ist so ein, ja, wie beschreibt man es am besten? Kein richtiger Antagonist, aber wir kämpfen trotzdem zwischendurch mal gegen ihn. Oh, und die Fights gegen ihn sind böse. Oh ja. Die sind aber sehr schön im New Game Plus, weil man da immer noch in Erinnerung hat, wie hart dieser Kampf im normalen New Game gewesen ist. Ja, Anti-Held, ja. Genau. Ja, und dann, wenn man sich da einfach durchschnetzen kann im New Game Plus, das ist schon sehr, sehr befriedigend. Wir sind jetzt übrigens so ungefähr in der Mitte des Spiels. Ach, ist das die Stimme von David Hayter? Echt? Wusste ich gar nicht. So, und hier sind wir übrigens jetzt am Ende des Spiels. Ja. In dem Raum, in dem wir da eben gerade gewesen sind, der sah ja so ein bisschen nach Bossraum aus, aber da kam nichts. Wenn man bestimmte Items hat, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber wenn man bestimmte Items hat, hat man da auch einen optionalen Bosskampf und eine sehr, sehr nützliche Scherbe, die man da kriegt. Also Scherbe halt im Endeffekt ja eine Fähigkeit. Gibt es Tipps für einen Endboss? Hat zwar ein Schild, aber die Köpfe machen mich wahnsinnig. Oh Gott, ja, was könnte ich da an Tipps geben? Ich bin halt sehr stark gelevelt gewesen zu dem Zeitpunkt. Für mich war es jetzt nicht wirklich das Problem. Ja, der Leveln. Ich glaube, das ist noch der beste Tipp, den ich dir jetzt geben kann. Oder einfach hier im Speedrun mal schauen, wie das hier gemacht wird gleich. Ja, der ist jetzt komplett durch die Welt geglitscht quasi. Genau. Aber wir sind jetzt im Grunde schon im letzten Kampf, wenn man so will.
Also ne, also in dem Sinne nicht im letzten Kampf, weil wir kämpfen erst gegen diesen Boss. Ich will da jetzt storytechnisch nichts sagen, weil das ist ein ziemlicher Plot-Twist in dem Spiel. Aber erst kämpfen wir gegen den Boss und dann kämpfen wir jetzt gegen den finalen Boss. So, und den meintest du jetzt auch, ne? Wer war das? Keyboard Cowboy, genau. Aber wie gesagt, ich kann dir da tatsächlich keine wirklichen Tipps geben, außer halt mehr leveln. Oder was ich auch die Scherben aufwerten zum Beispiel. Scherben aufwerten, besseres Gear. Ansonsten halt wirklich viel dodgen. Genau. Doof so anhört, aber. Genau. Okay, er macht das jetzt übers Menü. Also sprich, er schlägt immer zu und geht dann ins Menü rein und damit kann man halt so diese, ja ich sag mal, diese Cooldown-Phase von dem Angriff reduzieren. Und damit kann man natürlich deutlich mehr Schaden in kurzer Zeit machen. Vielleicht das mal probieren, Keyboard Cowboy. Ist dann, ja, man könnte sagen, das ist dann vielleicht so ein bisschen gecheatet. Aber ja, wenn du wieso, gar nicht weiterkommst. Ist das Pause-Buffer? Ja, gut, im Endeffekt. Also. Ja. Ja, aber kannst du es zumindest mal so probieren. Nee, also an dem Spiel sitzt man eigentlich schon eine ganze Weile. Ja. Vor allem kann man es halt auch mehrfach durchspielen. Es macht halt auch beim zweiten Mal durchspielen noch wirklich viel Spaß. Vor allem, also wenn man dann halt... Modus und alles. Stimmt. Also mit Randomizer. Stimmt, der Randomizer. Wobei, als ich den damals gespielt habe, fand ich den noch nicht so besonders gut, muss ich sagen. Also da gibt es bessere Randomizer. Aber ja, prinzipiell hat das Spiel auch einen mit eingebauten Randomizer. Mit dem kann man das dann ja sowieso immer und immer wieder spielen. Boss-Modus gibt es auch noch, stimmt. Stimmt, man merkt nicht zwingend, dass man lange dran sitzt, weil die Zeit einfach vergeht und man vergisst auch gerne mal die Zeit dabei. So, und das war's. 15 Minuten 18. Sehr solide Zeit, jetzt muss ich mal gucken. Der NG Plus gibt's auch noch, ja, wichtig. Stimmt, ja, ja. Na gut, NG Plus hatte ich ja mehr oder weniger erwähnt. Naja. Ich habe ja gesagt, mehrfach durchspielen und so. 13:56 Ingame-Zeit. Wir müssen mal gucken, was die Ingame-Zeit hier ist, wenn es noch angezeigt wird. Da steht im Leaderboard vielleicht, was das in Realtime wäre. Any Percent? Moment. Ja. Oh, mit Ladezeiten 16:45, das ist doch jetzt aber kein neuer Weltrekord gewesen. Also das würde mich jetzt echt wundern. Also mit Ladezeiten ist es halt im Weltrekord. Obwohl, nee, ich sehe schon, Platz 2 ist mit Ladezeiten mehr als... Also Platz 1 mit Ladezeiten 16:45, ohne Ladezeiten 13:56 und Platz 2 mit Ladezeiten 15:27, also deutlich kürzer, aber ohne Ladezeiten dann 14:17. Da wird wahrscheinlich der erste, also erstplatzierte, ja, sehr schlechte Ladezeiten gehabt haben. Da lässt sich aber sehr schwer abschätzen, was jetzt, ja, was da jetzt die Zeit eben, was das halt ohne Ladezeiten wäre. Wir haben es leider auch nicht mehr gesehen. Es wurde leider nicht mehr mit angezeigt. Ja, aber das war, wie gesagt, zum Ritual of the Night. Zum Final of the Night wäre mir tatsächlich noch ein Tick lieber gewesen, aber das sieht man ja oft genug bei Events. Ne? Und Ritual of the Night ist ja auch ein sehr, sehr tolles Spiel. Eben.